Vor ein paar Tagen gab es im Rahmen der CitizenCon einen ausführlichen Blick in die Zukunft von Star Citizen inklusive eindrucksvoller Live-Demonstrationen. Aber es gab auch endlich mal wieder ein Lebenszeichen von der Einzelspielerkampagne Squadron 42, die jetzt wohl inhaltlich fertig ist und in den Feinschliff übergeht. Da werden noch Animationen verbessert, Zwischensequenzen mit den finalen Grafik-Assets optimiert und die KI-Reaktion überarbeitet. Selbst die Übergänge zwischen Gameplay und Ingame-Zwischensequenzen werden so angepasst, dass der Übergang wie aus einem Guss wirkt. Die Entwickler haben da auch einige vielversprechende Vergleichsszenen präsentiert. Aber das wird ja auch allerhöchste Zeit, denn schließlich hat das Projekt schon mehr als 11 Jahre auf dem Buckel. Was da so alles gezeigt wurde und was das für Star Citizen bedeutet und was uns in der Story-Kampagne erwartet, fasse ich euch jetzt zusammen. Mein Name ist Patrick und ich begleite Star Citizen und Squadron 42 seit 7 Jahren auf meinem YouTube-Kanal knebel.de sowie live auf Twitch als knebel.tv. Wenn ihr also mehr über das Mammutprojekt von Wing Commander-Veteran Chris Roberts und seiner inzwischen über 1000 Mitarbeiter starken Truppe sehen und hören wollt, dann schaut gerne mal bei mir vorbei. Die Links zu den Channeln gibt's in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. So, sowohl Star Citizen als auch Squadron 42 nutzen die sogenannte Star Engine, eine weiterentwickelte Version der Cry Engine, und deshalb ging die Präsentation auch damit los. Das, was ihr hier gerade seht, ist nicht vorab gerendert oder cinematisch nachbereitet, sondern soll ziemlich genau dem entsprechen, was wir auch im Spiel erleben werden, ergänzt durch ein paar Features, die im Laufe der nächsten 12 Monate nach und nach in die Alpha eingebaut werden. 12 Monate ist auch ein gutes Stichwort, denn alles, was auf der CitizenCon gezeigt wurde, ist laut den Entwicklern weitestgehend fertig und muss lediglich gepolished und implementiert werden. Und deshalb soll auch ein ganz großer Teil davon in diesem und auch im kommenden Jahr online gehen. Die Star Engine kann riesige Welten ohne Ladebildschirme oder Instanzierungen rendern. Wir können uns hier frei bewegen, egal ob vom Weltraum auf die Oberfläche eines Planeten, in Gebäude, Höhlen oder in andere Bereiche. Alles ist miteinander verbunden und es gibt keine Ladeunterbrechungen. In der Präsentation wurden auch diverse Grafik-Updates gezeigt, beispielsweise bei den volumetrischen Wolken, beim Bodennebel und den Lichtstrahlen des Sterns. Das soll sogar noch in diesem Jahr im Spiel landen, voraussichtlich in Alpha 3.22. Weitere Features wie DLSS, FSR, Raytracing, eine richtige Wasserphysik sowie zerstörbare Gebäude sollen ebenfalls folgen. Dafür switchen die Entwickler übrigens von DirectX 11 auf Vulkan um, eine Grafik-Schnittstelle, die viele von euch sicher aus anderen Spielen kennen und die plattformunabhängig ist, beispielsweise auch auf Linux-Systemen. Grafik ist aber nicht alles. Die Star Engine bietet auch Physikverbesserungen, die Star Citizen und Squadron 42 mehr Realismus und Tiefe verleihen sollen. Dazu gehört beispielsweise Starcloth, eine Technik, die Kleidungen physikalisch korrekt simuliert, sowie Starhair, mit dem die Haare glaubwürdig dargestellt werden sollen. Dass das Entwicklerstudio Cloud Imperium Games jetzt aber gleich vor jedes zweite neue Technikfeature einen Star knallt, wirkt ein bisschen übertrieben. Aber gut, Batman macht's ja auch so. Hand me down, the shark repellent bat spray. Auch die atmosphärischen Himmelskörper sowie Wind, Wasser, Kollision werden in der Star Engine simuliert. Die Wolken werfen in Zukunft sogar Schatten auf andere Wolken und natürlich auf den Boden. Feuer soll sich dynamisch ausbreiten und auch auf unterschiedlichstes Material reagieren. Für ein ausgeklügeltes und realistisches Schadensmodell soll die Simulation von einzelnen Fahrzeugteilen sorgen. Das ist auch wichtig fürs Gameplay, denn so können sich die Spieler als Ingenieure betätigen und ihre Schiffe detailliert reparieren, anstatt nur einen Lebensbalken hochzupäppeln. Stattdessen müssen Komponenten, Kabel, Legierungen und so weiter instand gesetzt werden, und das nicht nur bei Raumschiffen und Bodenfahrzeugen, sondern auch bei Spielerbasen, Außenposten und theoretisch sogar in großen Städten. Soweit zumindest der Plan. Verbesserungen soll es auch beim Sound geben. Cloud Imperium Games will 2 Modi anbieten. Einen normalen, in dem alle Sounds wie gehabt klingen, aber wesentlich verbessert wurden. Und einen realistischen Modus, bei dem alle Sounds so klingen, wie es eigentlich physikalisch korrekt ist, beispielsweise im Weltraum oder auch in anderen luftleeren Gebieten.
All das wird nicht gescriptet und genau deswegen ist die Star Engine so relevant. Sie simuliert die gesamte Spielwelt mit allen Details und liefert automatisch die Daten, die benötigt werden, um Zerstörungen, realistische Sounds und andere Features live zu berechnen und darzustellen. Und dazu zählt auch Wind, Wetter und letztendlich damit auch das atmosphärische Flugmodell. Der wichtigste technische Part ist aber natürlich das Server-Meshing. An dieser Technik werkelt CRG seit vielen Jahren und ich habe auch schon in anderen Videos hier auf dem GameStar-Kanal oft darüber gesprochen. Aber jetzt ist das Team wohl tatsächlich auf der Zielgeraden. Mit Server-Meshing wird die Spielwelt auf mehrere Server verteilt und die Arbeitslast ausgeglichen. Das funktioniert so. Alles, was in Star Citizen existiert, steckt in sogenannten Object-Containern. Die werden aus dem Spiel heraus und wieder hineingestreamt, ohne dass wir etwas davon merken. Das wird Object-Container-Streaming genannt. Eine Zwischenebene, der sogenannte Replication Layer, verbindet alle Server mit allen Spielern und übernimmt die Verwaltung der Spielwelt. Das hat zum einen den Vorteil, dass wir bei einem Absturz des Servers nicht mehr aus dem Spiel fliegen, zum anderen, dass dieser Replication Layer wesentlich effizienter arbeiten kann als ein normaler Server, da er ja speziell darauf ausgelegt ist, Daten zu empfangen und zu senden. Die Server können sich also ganz in Ruhe um die Simulation der Spielwelt, der NPCs und anderer Dinge kümmern, während der Layer den Datenverkehr zwischen Spieler und Server übernimmt. In dem gezeigten Beispiel von der diesjährigen CitizenCon haben wir eine Spielwelt gesehen, die in drei Object-Container aufgeteilt ist und jeder Container wird jeweils von einem Server verwaltet. Der Spieler kann ohne Ladezeiten, Latenzen oder Lags einfach die Server wechseln und gleichzeitig auch mit Objekten interagieren, die auf einem anderen Server liegen. Mit der Alpha 4.0, die nach aktuellen Plänen wohl 2024 kommen soll, wird diese Technologie dann hochskaliert, bis das komplette Stanton-System auf einem Server liegt und das neue Pyro-System auf einem zweiten. Und trotzdem sind beide Sternsysteme Teil derselben Spielwelt. Langfristig soll diese Technik um Dutzende oder gar hunderte Server erweitert werden, um immer mehr Sternsysteme zu verwalten. Und das Ganze lässt sich noch weiter treiben. Die Entwickler können innerhalb einer Stadt mehrere Server anbinden oder großen Raumschiffen einen eigenen Server geben, je nachdem wie eben die Lastenverteilung gerade ist. CRG nennt das dynamische Server-Meshing, weil die Begrenzung der Serverbereiche dann nicht mehr so starr ist, sondern sich automatisch anpassen kann. Also wo viel los ist, sind mehr Server, wo wenig los ist, sind weniger Server. So, aber genug von der Technik, schauen wir uns mal an, welche Gameplay-Features daraus entstehen und welche weiteren Verbesserungen angekündigt wurden. Ein Highlight ist natürlich das Pyro-System, das schon am 31.10. in einem sogenannten Preview-Channel für einen kleinen Teil der Community starten soll. Hier will CRG die neuesten Technologien testen und schon vor dem Release auf den Live-Server ein paar Optimierungen und Bugfixings vornehmen. Das ist sicherlich eine gute Idee, denn in der Vergangenheit gab es bei großen Alpha-Updates eigentlich fast immer zu viele Probleme. Dieser Preview-Channel wird erstmal ungefähr das halbe Pyro-System beinhalten. Also die Checkmate Station, eine Raumstation mit 4 Missionstypen, 3 neue Planeten, Pyro 1, 2, 3, ebenfalls mit 4 Missionstypen und ein Asteroidenfeld mit mehreren weiteren Missionen. Diese Raumstation ist dabei übrigens völlig anders entworfen und bietet erheblich mehr Inhalt als die bestehenden Stationen in Stanton. Das Pyro-System wird nämlich von unterschiedlichen Gangs kontrolliert, bei denen wir aufsteigen müssen, um Belohnungen und Durchquerungsoptionen freizuschalten. Deshalb sind einige Bereiche in der Checkmate Station auch für neue Spieler verschlossen. Es gibt aber Abkürzungen, geheime Tunnel und Wege, um doch noch in die verbotenen Bereiche zu kommen, allerdings auf eigene Gefahr. Außerdem soll es noch weitere Raumstationen geben, die entweder verlassen oder zerstört sind. Diese sind an das Ressourcennetzwerk angeschlossen und wir können einen Teil davon wohl wieder zum Leben erwecken. Zum Ressourcennetzwerk kommen wir gleich noch in ein paar Minuten, wir bleiben noch einen Moment hier bei Pyro und sprechen über die Fraktion. Über die schalten wir nämlich auch einzigartige Rüstungssets und Missionen frei, wenn wir weiter im Rang aufsteigen. Auch ein dauerhaftes Rufsystem ist geplant. Damit werden unsere Handlungen auch über die Systemgrenzen hinweg und für lange Zeit getrackt. Wer gegen Gesetze verstößt, wird dann vermutlich bald auch abseits des bekannten Crime-Systems gejagt. Die unterschiedlichen Gangs in Pyro erkennt man übrigens unter anderem an verschiedenen Tattoos und anderen optischen Erkennungsmerkmalen. Und das bringt uns dann direkt zum neuen Charakter-Editor. Was ihr hier seht, stammt zwar aus Squadron 42, soll so ähnlich aber auch nächstes Jahr für Star Citizen erscheinen. Die Einstellungsmöglichkeiten wurden erheblich erweitert und neben den neuen Haaren und Gesichtstypen können wir auch Schminke, Bärte und weitere Details verändern. Das muss natürlich noch ein bisschen getestet werden, sollte aber viele Möglichkeiten bieten, unseren Charakter so zu gestalten, wie wir das gerne möchten.
Apropos Charakter, auch hier haben die Entwickler große Updates angekündigt. Wir bekommen beispielsweise endlich einen neuen EVA, also einen Raumanzug, der so ein bisschen an den Iron Man Anzug erinnert, Treibstoff verbraucht und sich deutlich angenehmer fliegen lässt. In der Schwerelosigkeit können wir uns in Zukunft zudem an Objekten festhalten oder von ihnen wieder abstoßen, um Treibstoff zu sparen und enge Bereiche leichter zu durchqueren. Auch abseits der Schwerelosigkeit gibt es Verbesserungen bei der Bewegung. Mit einem Power Slide rutschen wir wie in Call of Duty über den Boden. Das eröffnet neue taktische Möglichkeiten im Kampf, wir können beispielsweise schneller in Deckung rutschen und wir können auch demnächst an und von Leitern springen. Uns leichter umsehen und neue Animationen für die Interaktion mit der Umgebung sollten die Immersion verstärken, beispielsweise wenn wir von Objekten heruntersteigen. Wer die aktuelle Star Citizen Alpha kennt und jetzt hier dieses Gameplay sieht, wird bestimmt schon ein paar Unterschiede bei der Benutzeroberfläche erkannt haben. Aber schauen wir uns das neue UI doch mal ein bisschen genauer an. Das neue HODO-Interface soll sauberer und leichter lesbar sein und kontextbasierend funktionieren. Alle Anzeigen passen sich also der Umgebung an und zeigen nur, was wir im Moment wirklich brauchen. Das gilt für Hotkey-Einblendungen, Multifunktionsdisplays in Schiffen sowie für das gesamte HUD. Im oberen Bereich seht ihr Signaturen des Spielercharakters, also EM und Hitzesignatur sowie die Geräuschanzeige in der Mitte. Sind wir zu Fuß unterwegs, reagieren Feinde auf uns, wenn diese Signatur zu hoch ist. Ist die Signatur gering oder was anderes in der Nähe, was uns in der Signatur quasi versteckt, können wir schleichen und uns bedeckt halten. Außerdem können wir einen Ping aussenden. Der verrät zwar unsere Position, lässt uns aber auch durch Wände sehen. Ist also ein wichtiges taktisches Feature. Hinzu kommen neue Namensplaketten, ein Fadenkreuz und natürlich die Möglichkeit, Daten aus der Umgebung zu sammeln. Und das ist ziemlich cool, denn wann immer wir pingen, egal ob zu Fuß oder im Schiff, werden diese Informationen in einer neuen Karten-App gespeichert. So legen wir uns selber eine individuelle Karte und Minimap an, die mit allen Spielsystemen und der Star Engine verbunden ist. Das funktioniert sowohl in der offenen Spielwelt als auch in Raumschiffen und sorgt erstmal für eine Orientierung. Das System ist aber auch mit der Sternkarte verbunden, funktioniert also auch außerhalb von kleinen Locations. Wir haben quasi eine All-in-One-Lösung und darin können wir auch eigene Marker platzieren und benennen, Routen planen und verwalten oder sogar die Infos an andere Spieler verkaufen und weitergeben. Erkundung könnte also sogar zum lukrativen Geschäft werden. Auch deshalb sind solche technischen Grundlagen so wichtig, denn sie sollen nach und nach immer komplexere Gameplay-Möglichkeiten eröffnen. Ob das am Ende auch alles Spaß macht und spielerisch spannend umgesetzt wird, ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Das Karten-UI ist aber auch beim Ressourcenmanagement sehr wichtig. Dieses ersetzt das bestehende Schadensmodell der Raumschiffe und setzt mehr auf Simulation. Alle Schiffe bestehen aus Komponenten wie Energiegeneratoren, Schilder, Antriebe und so weiter und sind über Stromrelays miteinander verbunden. Die Systeme können im Kampf beschädigt werden oder nutzen sich auch ab. Es können Brände ausbrechen bis hin zu vollständigen Systemausfällen. All das können wir über ein Ingenieurs-UI verfolgen. Wir können sogar einzelne Bereiche des Schiffes und Räume darüber steuern. Brennt es im Korridor? Dann lassen wir einfach die Luft ab. Ist der Generator defekt? Na, dann müssen wir ihn reparieren oder sogar austauschen. Und falls durch Beschuss oder Überlast Relays durchgebrannt sind, ersetzen wir sie, um die Stromzufuhr und damit auch das Schiff wieder flott zu machen. Dadurch wird einerseits Gameplay innerhalb größerer Schiffe komplexer und entwickelt sich mehr in Richtung Multicrew und Multiplayer. Andererseits steigt dadurch auch die sogenannte Time to Kill, die aktuell viel zu kurz ist. Raumschiffe sollen also länger durchhalten und nicht nach wenigen Treffen explodieren. Außerdem steht dann auch die Pflege und Verwaltung der Schiffssysteme mehr im Vordergrund. Aber auch das Flugmodell soll komplett überarbeitet werden. Mit den sogenannten Master Modes wechseln Spieler durch System-Presets beispielsweise für Kampf oder für schnelles Reisen. Beides gleichzeitig frisst nämlich zu viel Energie. Auch der Flug in der Atmosphäre wird überarbeitet. Wer hier richtige Flügel an einem Schiff hat, ist in Zukunft klar im Vorteil. Wir können auch nicht mehr einfach so an der Position in der Atmosphäre stehen bleiben. Nach kurzer Zeit überhitzen dann nämlich die Triebwerke und wir fallen zu Boden. Dafür können wir aber in Zukunft Luftströmungen ausnutzen und einen guten Drehwinkel halten, was Dogfights über Planeten spannender und realistischer machen soll. Auch die Schnellreise, also der Quantum Drive, wird komplett überarbeitet. Bisher werden wir Frame für Frame durch das Universum teleportiert. Davon merken wir zwar nichts, aber aus Gameplay-Sicht ist das eigentlich eine starke Beeinträchtigung. In Zukunft ist der Quantum Drive vollständig physikalisiert. Das bedeutet, die Bewegung findet auch tatsächlich statt. Beim Aktivieren des Schnellreiseantriebes müssen wir für einige Zeit das Schiff still und gerade halten, sonst fallen wir aus dem Quantum-Tunnel heraus.
Auch Sonneneruptionen, Beschuss oder andere Ereignisse könnten diese Phase verlängern oder erschweren. Hinzu kommt noch der Quantum Boost, eine neue Funktion, bei der wir ohne Markierung frei in eine beliebige Richtung springen können. Das erlaubt uns dann, kurze Distanzen zurückzulegen, ohne ewig fliegen zu müssen. Die Master Modes sollen aber vor allem Dogfights auf ein angenehmeres Niveau heben. Bei deutlich niedrigeren Kampfgeschwindigkeiten können wir unseren Gegner besser sehen und verfolgen. Und auch das Zielsystem wird verbessert und an die Master Modes angepasst. Hinzu kommt ein Präzisionsmodus, mit dem wir auf bestimmte Teile von größeren Schiffen zielen und sie dann leichter zerstören können, wie hier zum Beispiel die Geschütztürme einer Hammerhead. So, last but not least gibt's auch noch neue Locations. Im Pyrus-System soll es nämlich diverse neue Außenposten geben, die uns mal freundlich oder feindlich gegenüberstehen und zum Erkunden einladen. Auch diese Orte sind mit dem Ressourcenmanagementsystem verbunden und dadurch zumindest teilweise zerstörbar. Neben neuen Liefer- und Kampfmissionen soll es zudem auch neue Handelsposten sowie Raumhäfen, Minen und Höfe geben. Und auch im Stanton-System sollen neue Dörfer auftauchen, sogar noch in diesem Jahr. Wir finden diese dann auf Microtech und auf Hurston. Abseits davon sind aber auch erheblich größere Industrieanlagen geplant. Alle großen Firmen und Vereinigungen, also auch das Militär sowie Bergbauunternehmen und andere, betreiben solche Gebäude und produzieren dort ihre Waren und Geräte. Wir können diese Locations besuchen, erkunden und auch mit ihnen interagieren, beispielsweise als Händler. Für Kampfinteressierte soll es auch erstmals richtige Raids geben, also Missionen für große Gruppen, in denen wir diese großen Anlagen überfallen oder gezielt Personen ausschalten oder Infos klauen, die für den Auftraggeber interessant sind. Dabei kommen auch verschiedene Rätsellösungsmechaniken zum Einsatz, sowie jede Menge Kampf- und Deckungsszenarien, wie ihr hier gerade seht. Aber keine Sorge, auch wir Spieler dürfen unsere eigenen Basen bauen. CRG hat angekündigt, nun endlich zum ersten Quartal 2024 mit der Entwicklung dieses Features zu beginnen. Von kleinen, handgebauten Gebäuden bis hin zu großen Orga-Basen, in denen sogar Raumschiffe produziert werden können, ist alles dabei. Das Ganze basiert auf einem Blaupausenprinzip und erfordert verschiedenste, ja teilweise auch seltene Materialien, die wir erstmal finden müssen. Je nachdem, was wir also bauen möchten, kann so ein Vorhaben sehr aufwendig werden. Zur Auswahl stehen uns Wohnhäuser, Garagen, Hangare, automatische Bergbauanlagen, vertikale Farmen, Forschungslabore, Krankenhäuser und vieles mehr. Und damit unser Aufwand nicht innerhalb weniger Stunden wieder zerstört wird, können wir unsere Basis durch Geschütztürme und planetarische Schilde absichern, die wohl offenbar auch physikalische Objekte wie Raumschiffe oder Bomben abhalten. Ja, das sind natürlich alles Features für das MMO Star Citizen. Aber was ist es eigentlich mit Squadron 42, also mit der Story-Kampagne im Wing Commander-Stil, für die ja schon vor Jahren Schauspieler wie Mark Hamill, Gillian Anderson oder Gary Oldman aufgenommen wurden? Nun, wie eingangs erwähnt, ist die Einzelspieler-Kampagne endlich Feature-Complete und alles, was ihr im Laufe des Videos gesehen habt, basiert auf einem internen Squadron 42-Build. Insofern war das also hier nicht nur eine Vorstellung von Star Citizen-Features, sondern auch von Squadron 42-Inhalten. Chris Roberts nannte allerdings wie üblich kein Release-Datum. Werfen wir aber trotzdem mal einen Blick auf den Trailer, der am Ende der CitizenCon gezeigt wurde. Neben beeindruckenden Kulissen seht ihr hier im Prinzip die gleichen Features, die wir uns bereits angesehen haben. Die neuen anpassbaren Charaktere, das neue UI, verschiedene technische Dinge oder zerstörbare Objekte, Power Slide und mehr. In der Kampagne spielen wir einen von uns selbst erstellten Charakter, der Teil der UEE Navy Flotte ist und sich in 28 Kapiteln durch den Einzelspieler fliegt und schießt. Wir müssen aber auch kleine Umgebungsrätsel lösen. Die Szene in der Demo erinnerte so ein bisschen an Herausforderungen wie aus Half-Life 2 oder ähnlichen Titeln, die sich eben nicht nur auf das reine Ballern verlassen.
Hier wird uns das Multitool helfen, mit dem wir Objekte bewegen und Physikrätsel lösen können. Es gibt sogar Sprungpassagen und vieles soll auch im Schleichstil gemacht werden können. Der Trailer zeigte zudem Verbesserungen für Dogfights durch Master Modes, präzises Aiming und das neue Flugmodell. Alles vor beeindruckenden Kulissen, von Weltraumnebeln bis hin zu engen Canyons auf Planeten. Beim Zusehen wirkt das Ganze manchmal wie ein Spielfilm, nur dass wir ihn eben selber spielen. Also ein bisschen wie früher bei Wing Commander, aber jetzt ist alles aus einem Guss. Es gibt also keine Trennung mehr zwischen Live-Action, Zwischensequenzen und Gameplay. Gekämpft wird nicht nur an Bord von Raumjägern und im Weltraum, die Demo zeigte auch einen Abschnitt, wo der Spieler mit einem Boot herumfährt und sich vor Jägerpatrouillen verstecken muss oder in ein klassisches Deckungsgefecht gerät. Ein andermal fliegen wir mit unserem Raumjäger in das Innere von großen Raumschiff-Wracks hinein, schleichen durch überflutete Industrieanlagen oder schlendern über die Brücke eines großen Trägerschiffs. Das alles ist sehr detailliert umgesetzt und grandios beleuchtet. Und die Welt wirkte in den gezeigten Szenen auch sehr lebendig. Zum Beispiel in dieser Hangar-Szene hier warten die NPCs die Raumschiffe und betanken die Jäger in detaillierten Animationen. Auch diese Szene hier, in der wir neue Ausrüstung erhalten, wirkt sehr glaubhaft. Es gibt so gut wie kein Clipping und könnte aus einem Film stammen. Die KI-Gegner andererseits sollen sich dynamisch an die Situation anpassen können und immer eine Herausforderung sein. Allgemein dürfen wir uns wohl auf eine spektakuläre Grafik und Inszenierung freuen. Was fehlt? Nun, beispielsweise Open-World-Gameplay. Also dürfen wir auch abseits der Mission Dinge im Spiel erledigen, eine eigene Basis bauen, hat unser Charakter ein Privatleben, wie wir es beispielsweise aus GTA kennen, oder folgen wir doch nur einer strikten Story? Das wissen wir noch nicht. Aber die gute Nachricht ist, dass die gleichen Features zum Einsatz kommen wie in Star Citizen. Planeten sind also frei begehbar und ein gewisses Maß an Freizeitaktivität ist zumindest daher schon möglich. Gezeigt wurde davon aber erstmal noch nichts. Wir müssen uns also noch gedulden. Das müssen wir sowieso, denn aktuell glaube ich nicht an einen Release gegen Ende 2025. Einfach, weil sich Cloud Imperium Games wahrscheinlich lieber zu viel als zu wenig Zeit für den Feinschliff nehmen wird. Einige der gezeigten Szenen sahen zudem auch noch nicht so wirklich flüssig aus. Also auch in Sachen Performance muss noch viel passieren. Wobei eine durchwachsene Performance ja sogar wieder dazu passen würde, dass Squadron 42 das neue Wing Commander werden soll. Die Serie war in den 90er Jahren schließlich berühmt dafür, selbst aktuellste Computer-Hardware ans Limit zu bringen. Vielleicht schließt sich hier auch der Kreis. Beeindruckend genug sieht das Spiel jedenfalls aus. Jetzt muss es noch beim Storytelling und Gameplay überzeugen. Aber wie seht ihr das eigentlich? Hat euch die Demo begeistert oder auch die CitizenCon? Oder seid ihr eher skeptisch? Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke an GameStar für die Einladung zu diesem Gastbeitrag. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.